So, jetzt wird's ernst. Liebe Leute, letzte Woche habe ich euch ja Bescheid gegeben, ich suche einen Cutter. Eine Woche hatten die Cutter Zeit, mir ihr Bewerbungsvideo einzuschicken. Jetzt habe ich aus diesen vielen, vielen Videos die besten drei und ich brauche euch, um zu bestimmen, wer mein neuer Cutter wird. Es ist dreimal natürlich das gleiche Video, anders verarbeitet. Jeder hat so seinen eigenen Schmäh. Ich hoffe, dass ihr euch die drei Videos konsequent durchseht und dann am Ende des Videos, wenn wir uns wiedersehen, eine Meinung abgebt. Denn immerhin entscheidet ihr über den beruflichen Verlauf eines dieser drei Burschen. Also ich will gar nicht mehr länger quatschen, die Videos kommen nacheinander. Schaut einfach, welches das Beste ist. Wir sehen uns gleich. Los geht's. Ja, wenn man einmal anfängt, kann man nicht mehr aufhören. Ja, passt. Schaut Arsch aus. Ja Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. So, jetzt hätten wir das mit dem Tischklopfen auch erledigt. Ich will ja nicht, dass die Leute verwirrt sind, wenn ich schon wieder nicht klopfe. Ja, wenn ich die Kamera so halte, dann ist vermutlich eins klar, heute gibt es wieder einen Vlog. Heute habe ich was Besonderes vor. Heute werde ich mich selbst verletzen bzw. mich verletzen lassen. Ich habe nämlich auf Instagram komplett random eine Nachricht von der Nina Sphinx bekommen, die ist Tätowiererin. Und die hat mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, mir mein Logo der neuen Modemarke tätowieren zu lassen. Und ich so, ja fix, machen wir das. Die ist immer unterwegs, danke dir. Also überall Deutschland, Österreich, morgen fliegt die sogar schon nach London. Gott sei Dank habe ich heute noch einen Termin erwischen können. Gut, da oben habe ich schon irgendwie einen Koffer gehört. Vielleicht ist es das Fenster. Wenn es da einfach mal aufgeht. Take me home to the place I belong, West Virginia Mountain. Sieht man das? Take me home, country home. Moin, Servus, Moin. Mein Akku ist gleich leer. No. Ja, das ist halt meine Organisiertheit. Also ich bin wirklich gut im Dinge organisieren. Merkt man wieder, dass ich nicht mal einen geladenen Akku mitnehmen kann. Verdammte Sch. So, ich bin doch richtig. Ja, da geht's schon los. Na, putz gescheit zusammen, recht habt. Hallihallo. Ja, für die Blindfische unter euch, wir haben mittlerweile schon auf das iPhone umgestellt. Bravo, nochmal einen Applaus an meine Organisationsfähigkeit. Du machst das zum ersten Mal, oder? Ja. Ja, perfekt. Versuchskaninchen heute. Super, ich freue mich. Deswegen ist es auch gratis, gell? Absolut. Ja, super. Nochmal unten verlinkt, gell? Also braucht jemanden zum Üben, also schaut auf jeden Fall bei ihrem Instagram vorbei. Da könnt ihr euch die Opfer der letzten Sessions einmal anschauen. Gut, das ist das Logo, das ist schon ausgedruckt. In höchster Qualität. Ich sehe, der Drucker hat noch viel Tinte drin. Ich hoffe, du hast mehr Tinte in deiner Nadel als dein Drucker. Ansonsten wird das so verunstaltet, wie ich mir das vorstelle, oder? Ja, würde ich schon sagen. Okay, ich habe übrigens noch keinen Plan, wo ich es hinhaben will. Gell? Genau, mach einfach die Augen zu und dort, wo es triffst, dort steckt man es. Passt, perfekt. Das Logo habe ich übrigens auf Snapchat gezeichnet, einfach nur so mit dem Pinsel. Das ist jetzt mein neues Logo. Ich hoffe, du bringst das zusammen. Wie groß machen wir es? Riesig. A3, oder? Das geht sich eh aus auf meinem fetten Ärmel, für was gehst du? Schöne und das Hypebeast, Hypebeast, süß wie Arizona Ice-Tea, Ice-Tea, das ist die Schöne und das Hypebeast, das ist die Schöne und das Hypebeast, das Hypebeast. Wenn du die Schablone jetzt abziehst, dann ist das Ding drauf, ja, oder? Ja, so. Super, geil, hat nicht mal wieder. Danke dir. Ich hab's mal anders überlegt. Auf jeden Fall auch das empfindliche wird. Gut, schauen wir es uns einmal an. Ja, passt. Schaut Arsch aus. Ja, wenn man einmal anfängt, kann man nicht mehr aufhören. Jo. Danke. Ja, wie man an den Frischhaltefolien schon erkennen kann, ist es wieder mal nicht bei einem geblieben. Ich bin bis aufs Zweite. Ja, danke Moritz, dass du mein Video zerstört. Mit so einem Assozialen ist zusammen, ist das Falsche. Ja, ich bin hochzufrieden, das hast du sehr, sehr gut gemacht. Von mir ist da auch nicht ausgelacht. Sehr schön. Alleine dafür, Freunde, schaut in der Infobox vorbei. Lasst der Lina. Lass der Nina ein Like da, lass dir einen Follow da. Das heißt Follow, gell? Das ist ein YouTuber. Und laut, das ist auch, da hört man mich nicht.
Lasst auf jeden Fall ein Follow da. Ich bedanke mich hier und ich bedanke mich auch bei euch fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir und wir sehen uns beim nächsten Video. Das war's von mir, euer Vollbeckter Maximilian. Was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. So, jetzt hätten wir das mit dem Tischklopfen auch erledigt. Ich will ja nicht, dass die Leute verwirrt sind, wenn ich schon wieder nicht klopfe. Ja, wenn ich die Kamera so halte, dann ist vermutlich eins klar, heute gibt es wieder einen Vlog. Heute habe ich was Besonderes vor. Heute werde ich mich selbst verletzen bzw. mich verletzen lassen. Hallo, servus, bist du für Max da? Hallo, ja. Super. Heiligenstädter Straße 32. Ja. Ich habe nämlich auf Instagram komplett random eine Nachricht von der Nina Sphinx bekommen, die ist Tätowiererin. Und die hat mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, mir mein Logo der neuen Modemarke tätowieren zu lassen. Und ich so, ja fix, machen wir das. Die ist anscheinend die ärgste Chefin im Tattoo-Business. Also, die ist immer unterwegs, danke dir. Also überall Deutschland, Österreich, morgen fliegt die sogar schon nach London. Gott sei Dank habe ich heute noch einen Termin erwischen können. Muss sagen, ich habe noch genauso wenig Plan, wo ich mir das Ganze tätowieren lasse, wie ich Plan habe, wo ich jetzt eigentlich hin muss, verdammt. Entschuldigung, wissen Sie, wo die Tätowiererin ist? Nein, ich bin da auch nicht von dort, leider. Aha, okay, danke. Gut, da oben habe ich schon irgendwie einen Koffer gehört. Drei Tätowierungen habe ich ja schon. Eins, zwei, drei. Und jetzt wird es Zeit für ein viertes. Ich habe keinen Plan, aber ich gehe da jetzt einfach mal rein und klopfe überall an. Grüß Gott. Moin. Servus. Moin. Ja, hallo, du, ich bin schon da. Das erste Mal in meinem Leben pünktlich. Mein Akku ist gleich leer. No. Ja, das ist halt meine Organisiertheit. Also ich bin wirklich gut im Dinge organisieren. Merkt man wieder, dass ich nicht mal einen geladenen Akku mitnehmen kann. Verdammte Sch... So, ich bin doch richtig, ich bin doch richtig. Ja, da geht's schon los. Na, putz gescheit zusammen, recht habt. Hallihallo. Ja, gut, Nina, während du da deine Folterwerkzeuge schon mal bereit machst, werde ich mich jetzt kurz einmal entblößen, damit du meinen Luxuskörper verunstalten kannst. Du machst das zum ersten Mal, oder? Ja. Super, ich freue mich. Deswegen ist es auch gratis, gell? Absolut. Ja, super. Nochmal unten verlinkt, gell? Sie braucht jemanden zum Üben, also schaut auf jeden Fall bei ihrem Instagram vorbei. Da könnt ihr euch die Opfer der letzten Sessions einmal anschauen. Gut, das ist das Logo, das ist schon ausgedruckt. In höchster Qualität. Ich sehe, der Drucker hat noch viel Tinte. Ich hoffe, du hast mehr Tinte in deiner Nadel als dein Drucker. Ansonsten wird das so verunstaltet, wie ich mir das vorstelle, oder? Okay, ich habe übrigens noch keinen Plan, wo ich es hinhaben will, gell? Also machen wir spontan. Dort, wo es. Genau, mach einfach die Augen zu und dort, wo es triffst, dort stecken wir es. Und muss man sich da konzentrieren? Ich muss die Luft anhalten. Also, dass die schon selbst auch tätowiert? Ja, Mama. Oh, süß. War mein Muttertagsgeschenk. Dein Ernst? Ja, ich hatte sonst nicht. Und war sie begeistert? Super, geil, hat nicht mal weh dann. Danke dir. Ich hab's mir anders überlegt. Na, Spaß, ich bin eigentlich sehr gechillt. Nach dem vierten Tattoo ist mir das alles schon gewohnt. Alles kein Problem mehr. Fertig, schauen wir uns einmal an. Ja, passt, schaut Arsch aus. Ja, wenn man einmal anfängt, kann man immer aufhören. Ja, wie man an den Frischhaltefolien schon erkennen kann, ist es wieder mal nicht bei einem geblieben. Ich bin bis aufs Zweite. Ja, danke Moritz, dass du mein Video zerstört. Mit so einem Assozialen ist zusammen, ist das vorstellen? Ja, ich bin hochzufrieden, das hast du sehr, sehr gut gemacht. Von mir ist da auch nicht ausgelacht. Sehr schön. Alleine dafür, Freunde, schaut in der Infobox vorbei. Lass der Lina. Lass der Nina ein Like da, lass dir einen Follow da. Das heißt Follow, gell? Das ist bisher keine YouTuberin. Und laut, bist du auch, dann hört man mich nicht. Lass dir auf jeden Fall ein Follow da. Ich bedanke mich, Nina. Und ich bedanke mich auch bei euch fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir und wir sehen uns beim nächsten Video. Das war's von mir, euer Vollbeckter Maximilian. Besser überbelichtet als unterbelichtet, oder? 3 Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal.
So, jetzt hätten wir das mit dem Tischklopfen auch erledigt. Ich will ja nicht, dass die Leute verwirrt sind, wenn ich schon wieder nicht klopfe. Ja, wenn ich die Kamera so halte, dann ist vermutlich eins klar, heute gibt es wieder einen Vlog. Heute habe ich was Besonderes vor. Heute werde ich mich selbst verletzen, beziehungsweise mich verletzen lassen. Klappe auf. Ja, das zählt. Hallo, servus, bist du für Max da? Hallo, ja. Super, grüß dich, hallo. Heiligenstädter Straße 32, bitte. Ich habe nämlich auf Instagram komplett random eine Nachricht von der Nina Sphinx bekommen, die ist Tätowiererin, und die hat mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, mir mein Logo der neuen Modemarke tätowieren zu lassen, und ich so, ja fix, machen wir das. Die ist anscheinend die ärgste Chefin im Tattoo-Business. Die ist immer unterwegs, danke dir. Überall Deutschland, Österreich, morgen fliegt sie sogar schon nach London. Gott sei Dank habe ich heute noch einen Termin erwischen können. Ich muss sagen, ich habe noch genauso wenig Plan, wo ich mir das Ganze tätowieren lasse, wie ich Plan habe, wo ich jetzt eigentlich hin muss, verdammt. Entschuldigung, wissen Sie, wo die Tätowiererin ist? Nein, ich bin da auch nicht von dort, leider. Aha, okay, danke. Gut, da oben habe ich schon irgendwie einen Koffer gehört. Vielleicht ist es das Fenster, wenn es da einfach mal aufgeht. Drei Tätowierungen habe ich ja schon. Eins, zwei, drei. Und jetzt wird es Zeit für ein viertes. Ich habe keinen Plan, aber ich gehe da jetzt einfach mal rein und klopfe überall an. Moin. Servus. Moin. Ja, hallo, du, ich bin schon da. Das erste Mal in meinem Leben pünktlich. Mein Akku ist gleich leer. No. Ja, das ist halt meine Organisiertheit. Also ich bin wirklich gut im Dinge organisieren. Merkt man wieder, dass ich nicht mal einen geladenen Akku mitnehmen kann. Verdammte So, ich bin doch richtig, ich bin doch richtig. Ja, da geht's schon los. Na, putz gescheit zusammen, recht habt. Hallihallo. Gut, Nina, während du da deine Folterwerkzeuge schon mal bereit machst, werde ich mich jetzt kurz mal entblößen, damit du meinen Luxuskörper verunstalten kannst. Ja, für die Blindfische unter euch, wir haben mittlerweile schon auf das iPhone umgestellt. Bravo, nochmal Applaus an meine Organisationsfähigkeit. Du machst das zum ersten Mal, oder? Ja. Ja, perfekt. Versuchskaninchen heute. Super, ich freue mich. Deswegen ist es auch gratis, gell? Absolut. Ja, super. Nochmal unten verlinkt, gell? Sie braucht jemanden zum Üben, also schaut auf jeden Fall bei ihrem Instagram vorbei. Da könnt ihr euch die Opfer der letzten Sessions einmal anschauen. Das ist das Logo, du hast es schon ausgedruckt. In höchster Qualität. Ich sehe, der Drucker hat noch viel Tinte. Ich hoffe, du hast mehr Tinte in deiner Nadel als dein Drucker. Ansonsten wird das so verunstaltet, wie ich mir das vorstelle, oder? Ich habe übrigens noch keinen Plan, wo ich es hinhaben will, gell? Sehr gut. Also machen wir spontan. Dort, wo es... Genau, mach einfach die Augen zu und dort, wo es triffst, dort stecken wir es. Das Logo habe ich übrigens auf Snapchat gezeichnet. Einfach nur so mit dem Pinsel. Das ist jetzt mein neues Logo. Und muss man sich da konzentrieren? Also, dass die schon selbst auch tätowiert? Ja. Mama. Oh, süß. War mein Muttertagsgeschenk. Dein Ernst? Ja, ich hatte sonst nicht. Rasierst du mich jetzt vorher? Nur auf Arm, oder? So lange Zeit haben wir es alles nicht. Okay, beim nächsten Mal. Ich hab's mir anders überlegt. Sehr gechillt nach beim vierten Tattoo. Ist mir das alles schon gewohnt. Alles kein Problem mehr. Vielleicht? Ja. Schauen wir uns nochmal an. Ja, passt. Schaut Arsch aus. Ja, wenn man einmal anfängt, kann man nicht mehr aufhören. Danke. Ja, wie man an den Frischhaltefolien schon erkennen kann, ist es wieder mal nicht bei einem geblieben. Ich bin bis aufs Zweite
Na, danke Moritz, dass du meine Videos zerstörst. Ja, ich bin hochzufrieden, das hast du sehr, sehr gut gemacht. Von mir ist da auch nicht ausgelacht. Sehr gut. Sehr schön. Alleine dafür, Freunde, schaut in der Infobox vorbei. Lasst der Lina. Lina. Lasst der Nina mal ein Follow da. Ich bedanke mich, Nina. Und ich bedanke mich auch bei euch fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir und wir sehen uns beim nächsten Video. Das war's von mir, euer Vollbeckter Maximilian. Gut, ich hoffe, ihr seid in der Zwischenzeit nicht eingeschlafen. Ich weiß, es ist langweilig, dreimal das gleiche Video zu sehen, aber wir müssen ja den richtigen Cutter finden. Jetzt die Abstimmung, liebe Freunde. Entscheidet euch. Fandet ihr Video Nummer 1 am besten, dann stimmt für Video Nummer 1. Fandet ihr Video Nummer 2 am besten, stimmt für Video Nummer 2. Oder war vielleicht die 3 das Video, das euch am meisten zum Schmunzeln und zum Lachen gebracht hat, dann wählt die Nummer 3. Ich bin mega gespannt auf den Outcome. Wir werden sehen, was die nächsten Tage ergeben. Ich werde mich dann bei dem Cutter melden, werde ein paar Absprachen treffen und ab Dezember geht's dann los. Danke vielmals für eure Unterstützung. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da und schreibt in die Kommentare, was euch am besten gefallen hat. Ich weiß zwar nicht, warum ich jetzt schon so gemacht habe, aber jetzt ist es soweit. Das war's von mir. Ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir und wir sehen uns am Sonntag wieder mit einer bombastischen Reaction. Die wird sehr, sehr witzig. Ist ein relativ langes Video, aber ein sehr spannendes Video. Das war's von mir. Euer Maximilian.